Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Lange habt ihr nichts von mir gehört, aber jetzt bin ich wieder mit dabei, denn ich habe richtig viele Divider gebastelt und das wollte ich heute euch einmal zeigen, denn ich habe es auch schon alles in meinem Shop auf Etsy hochgeladen und hier könnt ihr sie im Video noch einmal so richtig, ich sag mal fast echt und hautnah miterleben. Und da fange ich direkt auch einmal an. Ich räume die alle einmal zur Seite und dann zeige ich euch mal jedes Set. Also hier habe ich so ein wunderbares Papier gefunden, im ja, Craft Paper Design mit ein bisschen floralen Print und Muster. Genau, also das ist ein Set oder eine Papierart oder Richtung und ein Design, was ich so noch nicht hatte. Und was eben noch dazu kommt, ich habe auch noch zu den meisten Sets extra Today-Marker gemacht. Also haben wir dann nochmal hierzu drei Today-Marker. Und was schön ist, es passt sehr gut im Budget-Binder oder wenn man Budget-Planner führt, kann man immer die Kategorien gut einteilen. Genau. Oder eben auch im Kalender. Ne? So, das war das erste Set. Gehen einmal alle durch. So, hier habe ich ein farbenfrohes Set mit Goldfolienprint und Glitzer. Das ist auch sehr schön. Also das liebe ich hier. Das ist ein ganz besonderes Papier hier. Das finde ich auch so richtig hübsch. Hier sieht man Glitzer. Und dazu gibt es auch wieder den passenden Today-Marker. So, also das sind jetzt erstmal alles die Divider-Sets im A5-Design. Jetzt habe ich hier nochmal eins mit dem besonderen Papier. Das ist mehr ja, im Musterdesign abgestimmt. Vorne auf dem ersten Divider sind sozusagen alle Muster, die es gibt. Und dazu eben auch nochmal drei Today-Marker, die dazu passen. Auch wieder richtig schön. Wie man sieht, alle meine Divider-Sets sind laminiert und sechsfach gelocht. So, hier habe ich wieder das nächste. Das ist auch wieder ein wunderschönes Set. Also das würde ich auch am liebsten in meinen Kalender heften. Wunderschönes, florales ja, Motivpapier. Alle sind wieder laminiert und wie man sieht, sechsfach gelocht. Richtig schick. So. Jetzt kommt noch wieder ein schönes Set. Also ich mag ja diese floralen Prints. Das sieht man wahrscheinlich. Genau, auch sehr schön. Das passt, passt perfekt für den Frühling, der jetzt bald vor der Tür steht. Ne, auch sehr schönes Set. Ich liebe ja auch hier dieses ja, Mint mit Rosendesign. Richtig schick. So, das ist auch schön. Ähnlich wie das, was davor war. Nur eben in einer anderen Reihenfolge. Mit Libellen vorne drauf. Auch sehr schön. Und wieder der Today-Marke. So. Ja, das sind einige. So, das ist das nächste. Das finde ich auch wunderschön, weil das hat so, ist in Pastellfarbtönen gehalten. Also da ist jede Farbe dabei, auch wirklich richtig schick und macht Lust auf Frühling. So, nochmal eins mit Pastellfarben. Das ist auch wunderschön. Mehr so in rosa, blau und lila. Genau, auch richtig schick. Diese Sets sind aber ohne Today-Marker, also ich habe immer mal so und mal so. Wer bei mir bestellt, weiß aber auch, dass es immer noch mal ein Goodie dazu gibt. Und meistens ist es dann ja, in der Richtung Today-Marker, Sticky Notes oder vielleicht auch ein paar Paperclips. Also das ist immer eben eine Überraschung. So, das ist auch ein sehr schönes Set. Finde ich sehr schick. Hier sieht man auch ein bisschen Folienprint. Ja, hier ist auch mehr so dieses holographische Glitzernde. Ja, und eben auch wunderschön dieses lila, pink-fuchsienfarbene
im Blütendesign richtig schick. Das passt perfekt für den kommenden Frühling. So, dann geht's weiter mit den Dividern in Personal Size. Da habe ich auch einmal wieder hier im Craft-Papier-Design. Genau, da gibt es bei den Personal Size ist auch immer ein Dashboard mit dabei. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Register und ein Today-Marker. So. Dann habe ich noch mal eins, was so ein bisschen, ja, im Dschungeldesign ist, grün gehalten. Ja, richtig schick. Und dazu noch mal die Today-Marke. So. Jetzt kommt das letzte Divider Set in Personal Size. Das ist ähnlich wie das davor, nur eben ja, grün und ja, Roségold Töne. Und hierzu gibt es nochmal drei Today-Marke, die dazu passen. So, und dann habe ich hier noch ein niedliches Set im Pocket Design. Das ist in Mint gehalten mit Goldfolienprint und auch Glitzer. Gold und Glitzer. Richtig schick. Hier haben wir auch nochmal Mint, Weiß, goldenes Glitzer und eben dieses wunderschöne Goldfolienprint-Motiv. Auch richtig schick. Das ist aber Pocket Size. Viele von euch haben ja einen Motherm Planner in Pocket, was sie als ja, Budgetbinder für unterwegs nutzen. Und da passt das perfekt rein. Ne? Die Lochung stimmt auf jeden Fall. Genau. So, und als Special, was ich noch gar nicht hatte, sind Budgetbinder-Sets mit den passenden Divider-Sets. Habe ich einmal lila, dann rosa und Mint. Ich fange immer mit Mint an. Also die Budgetbinder sind mit Magnetverschluss. Innen drin habe ich schon mal die passenden Today-Marker und das passende Divider-Set einsortiert. Das gibt es als Set auch in meinem Shop. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auch richtig schick. Gleich so ein, ja, Starter-Set. So, dann habe ich einmal in lila. Hier finde ich ganz besonders die Metallecken gut, so als ja, Kantenschutz oder als Stoßschutz. Genau, und hier habe ich natürlich auch den passende Today-Marker in lila drin. Und auch die Divider passen sehr gut zu dem Design. Ne? Richtig schöne Farben. Genau. Ja. Also das könnt ihr euch auch alles auf Etsy anschauen. So. Und dann habe ich auch noch als letzten Budgetbinder-Set dieses hier erstellt. Das passt super auch zu dieser Farbe. Alles in rosa und Mint. Florale Prints sind dabei. Und auch ein bisschen grün. Also schaut gerne mal vorbei. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen, sag mal, Starter zum ja, Budgetieren oder auch so allgemein, wer gerne Kalender in einem Ringbuch hat. Vielleicht ist ja für jemanden was dabei, der das gerade gerne nutzen möchte. Genau, ich verlinke euch nochmal den Shop von Etsy. Und ja, aktuell habe ich sogar auch noch ein Sale von 10% Rabatt. Also schaut gerne vorbei, lasst gerne ein Kommi da, einen Kommentar. Und wenn euch das Video gefallen hat oder auch die Divider, macht den Daumen gerne nach oben. Da freue ich mich über euer Feedback. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.